Das andere haben wir schon. Müssen wir jetzt alle abschließen? Na gut, das müsste ja schnell gehen. Die nervenden Geräusche der Fledermäuse sind gerade dabei, euch halb verrückt zu machen, als euch ein alter Mann anspricht. Alter Mann? Wo sind denn all die Mädchen? Die Fledermäuse fressen die Vorräte der Dorfbewohner. Jede Nacht fliegen sie hier herum. Ihr wisst bereits, was zu tun ist. Töten! Der Winter naht, ja. Sehr gut gemacht. Vielleicht könnt ihr noch die Fledermaushöhle ausräuchern, damit es in Zukunft keine Angriffe mehr gibt. Okay. 5 Fledermaus. Fledermaus. 1, 2, 3, 4, 5. Auf einmal. Töten. Das könnte interessant werden. Du, Betäubungsschlag, Fledermaus ganz rechts. Wow. Okay. Du, Schlag des Anführers. Du kannst gleich spalten. Spalten auf dir in der Mitte. Ja, sauber. So, du tötest den da. Du tötest den da. Du spaltest die da. Okay, du tötest den. Du den. Ja, dummer Paladin macht keinen Schaden. So, jetzt aber. Gold. Wir brauchen Gold. 2 Goldmünzen. Nee. Aber Level up, sehr schön. Wir hätten gerne höheres Gift. Jo. Wir hätten gerne ein besseres Spalten. Wir hätten gerne Belohnung. Wie ihr seht, haben NSCs manchmal gute Tipps für eure Quests auf Lager oder wissen, wo ihr als nächstes hingehen sollt. Bleibt wachsam. Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. In letzter Zeit hat sich der König so merkwürdig benommen. Alles ist jetzt ganz anders, als es früher war. Seht ihr, was ich meine? Lasst uns unser Abenteuer fortsetzen. König, ja? Na gut, wir haben Beute bekommen, das ist viel wichtiger. Und jetzt müsste es eigentlich nicht mehr 63 sein, sondern 69. Schön. Wir hätten gerne die Ratte. Ein Mädchen tritt auf die Gruppe zu und ruft mit verzweifelter Stimme: Ist sie süß? Schöne Mädchen in unseren Abenteuern. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Na gut, sie hat Charisma 19. Im Dorf gibt es eine Rattenplage. Könnt ihr euch darum kümmern? Das Bauernmädchen ist total verängstigt und könnt ihr in ihren Augen sehen. Ihr helft nicht nur ihr, sondern auch dem ganzen Dorf. Ja, 5 Ratten, das kriegen wir wohl hin. Mir geht nicht. Urplötzlich kommen Ratten. Ganz zufällig. Also du haust die da tot. Du haust die da tot. Oder auch nicht, weil du ein Paladin bist. Du spaltest den Rest. Schade, das wäre lustig gewesen. Wenn der Paladin es nicht mal schafft, eine Ratte zu töten und er 3 auf einmal. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Du den, du den, du den. Und fertig. Hey, Victory. Ganz knapp vom Level up. Na gut, gib uns Gold. Vielleicht sind die Gerüchte doch wahr. Ihr seid tatsächlich große Krieger. Wartet hier. Sie geht schnell in ihr Haus. Was ist denn jetzt los? Nochmal kurz die Nase pudern? Sie ist weg. Bring deinen Charakterbogen auf den neuesten Stand, okay. Schlag des Anführers kann höher. Können wir dich umbesetzen? Anscheinend nicht. Wo ist das Mädchen hin? Na gut, was hast du noch für Quests? Hä? Fledermaus schon wieder? Sternchen heißt, wir haben das schon, oder? Roter Zielapfel. Hey, Abenteurer, wie wäre es, wenn ihr mir etwas zur Hand gehen würdet? Mir sind die Übungsziele ausgegangen, da frage ich mich, ob ihr nicht zufällig rote Äpfel bei euch habt. Die roten Äpfel sind direkt hier im Startdorf zu finden. Da die Ratten mir viele Äpfel gestohlen haben, solltet ihr einige bei ihnen finden können. Okay. Kämpfen. Ganz viele Ratten. Wir könnten auch Riesenratten nehmen. Aber er hat gesagt, Ratten haben die Äpfel geklaut. Wir wissen nicht, wie pingelig die Programmierer sind. Also du töte den da. Du, nein, warte. Du,
Verwunde die drei und du kitzel den da. So, tot. Oh, keine Mana mehr. Na gut, du den tot, du den tot, du den tot. Zwei Gold und vier rote Äpfel. Das dauert doch ewig. Okay. Oh, warte mal, wir sollten vorschlafen. Den kann er eh öfters spalten, das geht das Ganze ein bisschen schneller. So, macht euch bereit. Und eine Goldmünze fehlt nur noch. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ups, ich habe mich gerade verklickt und einer ist tot. Spalten. Da. So, Paladin sollte den angeschlagensten nehmen. Den da. Was hat es eigentlich mit den 3, 4 und 6 da oben auf sich? Jetzt ist das 4. Sehr komisch. Egal, ist tot. Wir kriegen Gold und haben genug für unseren vierten Helden. So, wir hätten gerne Fräulein Goldbeere als Magierin hinzufügen. Jo. Ich werde euch zeigen, wie man spielt. Und sie ist Level 1. Das ist nicht so schön. Na gut, wir müssen ja eh Ratten töten. 1, 2, 3. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. So, guck mal, was sie drauf hat. Du kannst nicht zaubern als Zauberin. Ja, bin nicht so wirklich beeindruckt. Aber na gut. Du... Ja. Spalten. Also mit dem Spezialangriff macht der Paladin ja auch ganz gut Schaden. Aber so normal ist das echt albern. So, du den da. Du den da. So, gib ihr ein Level Up. Nicht mal das. Wie viele Zieräpfel haben wir? 13 Stück brauchen wir noch. Boah. Ich probiere mal ganz kurz die Riesenratten. So, erstmal nur zwei Stück, damit sie nicht zerfleischt wird. Verteidige dich mal. Du. Betäubungsschlag ging bei denen nicht. Du verschwinde mal. Du mach mal den Schlag des Anführers. Und du schlag mal den da. So, du kannst es auch angreifen, weil er spottet. Du kannst den pieksen. Komm, bring ihn um. Bring ihn um. Also. Und einfach runterprügeln. Zack, zack, zack. Also der Dieb macht, glaube ich, mit am meisten Schaden momentan. Jo, definitiv. So, und ich hoffe einfach mal, dass die jetzt auch rote Äpfel droppen. Zwei Stück. Naja. So, du Level Up. Was haben wir denn da? Feuerball. Vereisen. Mana-Strom. Steigert außerdem den Zauberschaden. Meteor führt jedem Gegner Schaden zu. Das klingt gut. So, einmal schlafen bitte. So. Wie teuer ist denn jetzt noch ein neuer Spieler? 250. Das ist aber ganz schön dreist. Und ich hätte eigentlich schon ganz gerne volle Truppe, wo ich irgendwas anderes anfange. Na gut, hilft nichts. Ratten töten. Bitte nicht schummeln. Ich bin nicht so ein Fan von Schummeln. Du, Kinder. Vielleicht schafft der Warum hast du den nicht umgebracht? Also komisch. So, du, da. Du, da. Du, schlag mal den. Du, schlag mal den. Sehr schön. Wir hatten vorhin Meteor genommen. Dann nehme ich doch jetzt mal diesen Mana-Strom, damit es mehr Mana hat und mehr Schaden macht. Und das probieren wir gleich bei den Ratten aus. 1, 2, 3, 4, 5. So.
Du machst Schlag des Anführers. Du machst Spalten. Du machst Meteor. Bam. Wow. Und sie ist nur Level 3. Sehr geil. Also ja, sie wird definitiv unsere neue Damage-Kanone. 5 rote Äpfel. Wir brauchen noch 3. Das kriegen wir hin. So. Oh, wir hätten vorschlafen sollen. Sie hat keinen Mana. Also nicht, dass es wirklich notwendig ist, aber ja. Sollten wir uns trotzdem angewöhnen. Ich denke immer, die werden immer schwerer werden, die Kämpfe später. Es wäre ärgerlich, wenn wir da was verpassen würden, nur weil wir nicht gepennt haben vorher. So, töten, töten, fertig. Gib mir 3 Äpfel mindestens. Jo, sehr schön. Super, die Äpfel sehen aber lecker aus. Ob ich wohl ein paar verputzen könnte? Nein. Mampf, Mampf, Mampf. Dürfen wir ihn jetzt umbringen? Nur mal so, ne? Ihr habt es geschafft, aber ich muss euch um noch einen Gefallen bitten. Was? Ne, erstmal Level Up. So. Du nimm mal Spalten, weil wir gerne Flächenschaden machen. So, wir haben 27 Gold. Die 250 für den 5. ist irgendwie in weiter Ferne. Also gehen wir mal einkaufen. Wir hätten gerne Ausrüstung. Schwacher Rubinring. Plus 9 Magie. Das klingt gut. Minus 1 Bedrohung. Nö. Plus 6 Magie. Nee. Plus 1 Angriff. Das kostet nicht viel. Nehmen wir mal 3 Stück davon. So, wo ist unsere Ausrüstung? Ich liebe es, Gold auszugeben. So, wir hätten gerne für die Sportskanone einen Schnabel. Stecken die? Da müssen wir mal gucken. Wo sind seine Stats? Angriff 8 bis 10. Wir kaufen jetzt ganz viele Schnäbel. So, du kriegst das da. Mindeststufe? Oh, Mindeststufe 6. Das ist ärgerlich. Okay, einkaufen? Nicht Karotten, nein. Oh, aber Heiltränke könnten wir kaufen. 8 Trefferpunkte, das ist nicht mehr so viel. 40 HP. Hm. 16 Gold, ist viel zu teuer. Ja, komm, wir brauchen erstmal Schnäbel. 2, 3, 4, 5, 6 Schnäbel. So. Da. Der Paladin kriegt auch 1, 2. Der kleine Bruder kriegt 3. So. Hast du irgendwas Besseres für uns als Fledermäuse jagen? Grüner Zierapfel, nicht schon wieder. Level 5 diesmal. Okay. Ob ihr nicht zufällig grüne Äpfel bei euch habt, will ihr uns veräppeln? Die grünen Äpfel findet ihr im uralten Dschungel. Die Wilden haben mir viele Äpfel gestohlen, aber wenn ihr die Pflanzen südlich von hier umsäbelt, solltet ihr einige von ihnen finden können. Okay. Wir können nicht dahin reisen, weil wir nicht genug Gold haben. Also müssen wir erstmal was töten. Nehmen wir doch mal Riesenratten. 3 Stück. Das müsste auch genug Erfahrungspunkte für sie geben. So, du... Warum kannst du nicht vergiften? Hm. Wir haben wieder nicht geschlafen. Oh, oh, oh. Du Schlag des Anführers auf den da. Du Spalten auf den da. Du tötest... Na okay, du verwundest den da. Du verteidigst dich. Genau, alle hauen ihn, das ist schön so. Du hau den. Du hau den. Und gewonnen.
Kommissar. Gib uns mindestens 3 Goldmünzen. 17. Ha. Elite-Bosse-Farben, also diese Elite-Gegner, scheint wohl echt was zu bringen, geldtechnisch. Und was ist bei Gift? Ach, das ist passiv. Ha, das machen wir doch gleich nochmal. Und du? Feuerkugel, die 10 bis 12 magischen Schaden verursacht und dem Ziel 2 Runden lang Verbrennung mit 5 bis 7 Schaden zufügt. Das ist richtig gut. Und kostet nur die Hälfte der MP. Vereisen. Schaden zu betäubt ist für eine Runde. Reduziert Magiewiderstand um 2%. Du erhältst du jetzt 6 MP. Ich glaube, das ist wichtiger. Außerdem erhöht es die Stärke von jedem Zauber und nicht von nur einem. Gudi. Schlafen. Schlafen ist wichtig. So. Aufwachen. Und ich denke mal, jetzt ist eine gute Zeit abzuspeichern. 3 Folgen müssten das gewesen sein. Ich hatte gute Gelegenheit reinzuschnuppern und bisher gefällt es mir sehr gut. Also es hat auf jeden Fall jede Menge Potenzial und kann man echt toll nebenbei spielen. Also ich würde mal sagen, es ist ein perfektes Spiel für einen Zweitmonitor, weil man auch alles rundenbasierend machen kann. Aber ja, ich speichere mal